In der letzten Episode. Ist eigentlich nur noch ein schwarzes Ding da vorne. Warum ist das so finster? Schön, guck mal. Ja. Geil. Alpha-Wendung. Medizinisches Erste-Hilfe-Set. Beschleunigt die. Mhm. Ja, beschleunigt die. Die released werden dann gleich zu installieren. Hört man ja doch immer wieder, dass das nicht unbedingt gut geht. Wieso hört sich das nach Kiste an, wenn ich die Waffe wechsle? Hm? Es könnte sein, dass das diese Waffen... Was ist denn das? Hallo? Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 54. Ja, in der Pause wurden wir entdeckt. Okay, das war's schon wieder, gut. Was, wo? Nee, er ist es nicht. Drüben irgendwo, oder was? Warum gehst du eigentlich nicht in den Turm? Weil da nicht die Tür ist. Naja, gut, Schluss. So, wo sind hier noch ein paar? Da hinten läuft noch einer. Zwei. Sieht man ihn? Nein, man sieht ihn nicht. Ist er auf dem Strand? Im Wasser? Aber du bist ja ein ganz normaler. Ja. So, dann kannst du sogar ein großes Medikit nehmen bis dahin. Nee, das ist die falsche Waffe. Ah, da ist er. Was? Da ist er. Bis über das Haus gesuppt, echt? Ist ja der Hammer. So, ist das Örtchen jetzt still? Die Plage von Himdalen, bitte, bitte, was? Hatten wir nicht sowas schon? Sekunde. Ach, der Tyrann, okay. Ja, gut, okay, gut. Sind halt Kollegen, was willst du da machen? Ich höre aber immer noch irgendwo einen Runner. Meine ich. Naja, siehst du? Der bleibt jetzt da stehen, okay? Naja, kommt doch ran, okay? Ja, schön. Ins Wasser, das ist natürlich genau richtig. Punkte. Bringt ein Apo-Runner. Was ist jetzt wirklich? Es könnte fast sein. Ist jetzt erstmal nichts mehr zu sehen. Doch. Ist es doch. Ja, oder so. Das
könnte jetzt der letzte gewesen sein. Im Bunde. Schön. Gut, dann passt das Medikit hier noch besser. Yes. Ja. Komm, klick, klack, gerade der Rad. Weiter geht die Suche. Ach, Goodies. Müsste nicht auch hier Semmler-Saison eigentlich sein? Ist das nicht normalerweise im Februar? Ich dachte ja schon. Ja, was ich halt nicht verstehe, warum sich eigentlich der Product Owner so rar macht. Ich würde ja eigentlich noch... wie komme ich jetzt weiter? So nicht, okay. So nicht. Weil diese Roadmap, also wer die sich mal durchgelesen hat, das klingt alles erstmal so, oh ja, die bringen ja, das klingt ja richtig interessant. Aber je länger man darüber nachdenkt, umso eher stellt man fest, eigentlich wirklich was gesagt haben sie damit nicht. Ja, da ist nichts, okay. Rauf aufs Dach. Rüber aufs Haus. Ja, da hat er noch ein paar Sachen dabei. Es gibt hier ja 10 Waffen. Das war wahrscheinlich keine davon. Ist eine Kassette, echt? Doch, 2. Waren tatsächlich 2 Waffen. I nyheterna idag kan vi också meddela att Sverige får ytterligare en Nobelpristagare i år. Karolinska institutet meddelade idag pristagarna för Nobelpriset i fysiologi eller medicin där en av mottagarna är professor Svante von Ulmer som belönas med utmärkelsen för sin forskning kring neurotransmittorer. Sedan tidigare har Alf Hansson tilldelats priset i fysik. Nobelpriserna delas ut i Stockholm på årsdagen av Alfred Nobels död den 10 december. Så så, den Nobelpris. Okay. So, klackadiklatt, radadirat, das ist echt ein Traum. Ah, die Sonne geht langsam unter. So. Klassisches Strandgut hier in Schweden. Echt ein Sucher. Da ist noch eine Waffe. Habe ich da gerade Vollmantel genommen? Echt? Ich hoffe, im Wasser radert es nicht ganz so sehr. Ah ja, kaltes Feuer. Das sieht man ja auch ganz gern. Es rattert trotzdem, okay. Tja. Sprinten deaktiviert. Echt, haben wir schon wieder so viel zusammengesammelt. Ja, ich müsste die Waffen mal rausschmeißen. So. Besser. Vielleicht finden wir ja noch die vierte, Das wäre mal ein Novum. Naja, das ist ein Traum. Oh, das Wasser. Nee, das ist nur eine Kette.
Okay, die haben alle keine Waffen. Anscheinend. Vielleicht da drüben irgendwo waren doch, glaube ich, auch noch ein paar Militärfahrzeuge. Naja, die Container, ich lasse sie jetzt eher mal. Die sind schon wieder reichlich voll. Harvest, echt? Das ist aber nicht der Rivale. Ja, da wird der Platz gleich noch kleiner. Wahrscheinlich liegt die dann da oben, schätze ich mal, die Waffe. Oder hier drin. Der Framerate sagt hier aber auch Adieu. Habe ich das Gefühl. Und das Lustige ist, da sie in Himfjell gar nichts gemacht haben, heißt das ja im Prinzip, dass du... Ach, ist hier vielleicht die vierte Waffe? Toll. Ja, okay. Wahnsinn, ist ja echt der Hammer. Ja, genau. So, das war's für heute. Ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist doch unglaublich. Na gut, wenn wir gerade hier sind... Naja, das Zielfernrohr schmeiß ich raus. Das lag eigentlich nicht ein. Das eine Holz auch noch dazu. Die ganzen Rollstühle, echt. Die Luna Boots. Ich würde gerne nochmal in die Lagerhalle. Boah, alter Schwede. Wir brauchen schon so viele Frames, also wirklich mal heftig. Toll, die Leiche ist weg. Ist ja der Hammer, das war nur ein Statist. Hier liegt keine Waffe, okay. So. Gut, dann wundert mich so langsam auch nicht mehr, warum das Spiel hier abgestürzt ist, weil wahrscheinlich einfach die Last zu groß war, dass das die Konsole dann gesagt hat, weißt du was? Nicht mit mir. Das Festival? Lass mal erstmal außen vor. Das kann alles rennen. Okay, ich denke, das wird aber eher nichts mit der vierten Waffe. Huch. Nein, alles klar. Okay, dann würde ich sagen... Ah, die Häuser durchsuche ich jetzt nicht. Ich setze mal den Wegpunkt... Wie machen wir das am geschicktesten? Na gut, wir gehen ja den Weg eh hoch. Das heißt, das Beste ist eigentlich, das zu markieren. Ohne Ton natürlich. Genau. Da drüben ist irgendwo der Weg. Dieses Zelt hier. Diese Zelte. Ist klar, hätten wir das auch rausgefunden. So, Kollegen. Die zwei nehme ich mir, den Rest kannst du behalten und machen wir das hier so. Der Leuchtturm.
Ja, da haben sie wohl irgendwas mit den Tönen wieder durcheinander gebracht. Also die haben wohl die Anbindung an dieser F-Mod Audio Engine nicht wirklich sauber hinbekommen. Also das habe ich noch nie gehört, in keinem Spiel, was sie da hier fabriziert haben. So, ich will mal gucken, ob wir schon in der Nähe von diesem Punkt sind. Ne, sind wir noch nicht, aber wir könnten abkürzen. Müssen wir nicht den ganzen Umweg gehen. Ah, da oben ist ein Tank. Zu hören. Ach, das ist das, okay. Irgendeine Militäranlage. Danke. Tick durchsuchen. Kannst du es aufmachen? Nee, anscheinend nicht. Oh ja. Clips. Müssen wir sehr selektiv nehmen hier. Das muss man nicht sehr... Ja, die blaue Piste können sie behalten. Wobei, vielleicht ist sie ja eine goldene. Ja, das wäre ganz was Neues. Alles klar. Na, kannst du bitte... Komm. Dann lass es einfach, okay? Extrem gut abgesichert, das muss man wirklich sagen. Alter Schwede. Man kommt kaum rein. Ja, Hunter höre ich schon wieder. Ich habe auch keine Ahnung, was uns in der 1 erwartet. Auf jeden Fall Hunter, so wie es sich anhört. Ist das nur der Turm hier? Ach, das ist im Bereich... Ah, okay, das gehört zu einer Mission, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann lassen wir das vielleicht. Wahrscheinlich wäre das sinnvoll, dass man das in Ruhe lässt und vielleicht... Ja, das gehört auch zu einer Mission. Dann lass uns mal zum Hotel Björntunnel reisen und hier diese Punkte mal abgehen. Ich denke, da wird sicherlich auch der ein oder andere Unterschlupf sein. Ja. Das Problem, was das Spiel ja hat, ist, dass es manchmal mit Missionen halt durcheinander kommt. Jetzt habe ich die Vollmantel doch rüber, okay. Dann gib die mir mal zurück. Ach, wir haben noch so viele Teilmantel für die... Toll, aber exakt 1000, da der Hammer. Okay. Da haben wir ja nichts Neues, genau. Waffen haben wir auch nichts Neues, dann... Ja, was brauchst du mehr? Das reicht ja schon. Könnt ihr mal aufhören, so zu rascheln? Was ist denn diese Lärmmachen-Mission? Halt, ich wollte in die Hauptmission. Erledige Maschinen außerhalb des Björntunnels, okay. Ja, dann machen wir das gerade mal. Damit wir das auch mal von der Backe haben. Und dann muss man wahrscheinlich sowieso noch Ternbuders Kahn, wenn mich alles täuscht. Vielleicht kann man das auch von oben machen. Vielleicht. Das wäre doch eine Möglichkeit. Spa His. Nicht Hör, sondern Hiss. Naja, der ist schon offen. Diese Geräuschwelt in diesem Spiel. Das ist doch der Hammer.
Oh. Es funktioniert nicht, ich muss näher ran. Okay. Hä? Also ist ganz da hinten, nicht? Tatsächlich. Also es wird ja auch angezeigt, stimmt. Ich vergaß, dass das ja hier so offensichtlich ist. War hier unten drunter nicht was? Ja, genau. Das Gefühl, die sind wieder drin hier, die Penner. Ne, sie stehen direkt davor, okay. Okay. Du hast nicht mal mitbekommen. Okay. Ich denke, das war die Mission. Oder? Ja. Genau. Nur? Achso, okay, alles klar. Jetzt kann man sie wieder entfolgen, die Mission. Und ich würde gern mal hier runter. Dann von hier unten darunter. Warte mal. Nee, wir machen das anders. Wir gehen erstmal hier oben lang. Weil das ist auch blöd. Nein, dann gehen wir doch erst hier runter. Weil ich will ja eigentlich tendenziell hier rüber. Ja, machen wir das mal so. Es wird natürlich finster, aber im Winter ist Finsternis nichts. Durch den Schnee wird es nie wirklich dunkel. Also wenn Schnee liegt, ja, das muss man auch dazu sagen. Wenn es nur nass ist, ist es natürlich extrem finster, das ist klar. Okay, einmal hinunter. Da ist auch wieder irgendwo eine Relais-Antenne. Ah, die sind hier irgendwie relativ mittendrin, okay. Scheint linke Hand zu sein. Das Gewummer der Hunter. So. Das ist auch sehr elegant geschafft. Das muss man schon sagen. So, dann wollen wir mal gucken, was dort ist an der 1. Ah, das ist ja schön. Da geht's richtig rund. Schötor betecht. Aber ist da gar kein See? Das war schon reichlich verfallen hier. Eine Waffe und Sammelgegenstand. Okay, jetzt heißt es wieder was zum Zuppeln. Dann, ja, dann lass uns das mal als nächstes machen. Dann machen wir das so. Wir gehen erstmal. Hallo? Habe ich nicht geklickt? Ich habe doch geklickt. Hm? Okay.
So. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt in das Haus kommt. Wasser, Ahoi. Ne, da ist nichts. Es könnte sein. Ja. Da ist die Waffe, eindeutig zu sehen. Ich muss sie direkt wieder ablegen. Das ist meine grüne Pump Action. Und da ist der Sammelgegenstand. Na? Zimtschnecken. Urlaubsfotos. Hallo, ich habe auf Urlaubsfotos geklickt. Ja, Zimtschnecken. Ach, mochte ich eigentlich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Eine Tür. So, da, wo kommt die Tür her? Was ist das für eine Tür? Haben sie wahrscheinlich irgendwo geklaut, schätze ich mal, weil die Türen sind ja noch alle da. Okay. Lass uns nochmal hier reingucken, da ist aber nichts. Ich mach's lieber so, dann ist es, glaube ich, insgesamt das Bild ein bisschen besser. Blaues Licht da drüben. Das ist echt hier drüben irgendwo. Ganz vom Anfang. Noch mehr Hunter da oben. Das ist aber jetzt nicht irgendwas, wo wir hin müssen, oder? Wo die jetzt sind? Ne, die sind an der Kreuzung. Also so gut die Töne im Generellen ja sind in dem Spiel. Sie sind nicht gut aufeinander abgestimmt. Naja, da ist wieder Blaulicht angesagt. Dann bleibt mal hier lieber unten in Deckung. Ja, die Apokalypse-Maschinen sind wirklich noch so eine echte Herausforderung. Da haben sie dann doch mal eine eher spezielle Bewaffnung. Bei den... da fehlen die Hütten. Bei den russischen Maschinen, also gerade jetzt speziell, wenn die halt mit Granaten schießen, da fällt der Charakter halt immer um. Das ist ein bisschen anstrengender, der Mond kommt. Deswegen ist das so etwas angenehm, dass hier keine russischen Maschinen sind. Okay, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Naja, das dauert noch. Das dauert tatsächlich noch eine ganze Weile. Bis wir da in die Nähe von irgendwas kommen. Okay. Gehen wir mal ein Stück nach oben. Naja, die stehen genau dort. Wo es blinkt. So. Jetzt nochmal gucken. Ist das der Stein, der da wieder eingezeichnet ist? Ne, das ist der Schießstand, okay.
Ja, ich habe ja einen Norweger kennengelernt, der sein Fleisch ja komplett selbst besorgt. Also er geht selber jagen, geht auch mal zum Schießstand, zum Trainieren. Und die kriegen halt dann eine Quote. Der hat halt das Glück, dass er halt ein Grundstück vererbt hat, bekommen hat von seinen Eltern. Oder ich weiß gar nicht, ob seine Eltern noch leben. Auf jeden Fall kann er da halt jagen gehen. So groß ist das. Und kriegt dann natürlich eine Quote vorgegeben. Also darf er nicht einfach jagen, wie er Lust hat. Na, dann tut's halt weh zur Not. Und dann gehen die halt, also die kriegen halt für dieses Areal eine Quote. Und dann geht er halt mit Kumpel sozusagen, gehen sie dann jagen. Und das, was sie dann jagen, also das dürfen sie dann auch behalten. Und das wird dann halt aufbereitet und eingefroren. Das ist dann deren Fleischvorrat fürs Jahr sozusagen. Auf jeden Fall sehr gesundes Fleisch. Welttournee Stufe 3 abgeschlossen. Jagdclub Berger Hüttern. Okay. Ach ja. Früher konntest du wenigstens so eine Farbe wählen. Hast du ein Spektrum gehabt von Farben, die du dir auswählen konntest beim Auto? Heutzutage heißt es einfach nur noch, möchten Sie eher das hellere Grau oder eher das dunklere Grau? So ungefähr. So, was gibt's denn hier? Was war hier eigentlich auf der? War hier eine Waffe, oder? 3. Okay, wahrscheinlich am Schießstand und ein Sammelgegenstand. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder durch die Häuser ziehen. Ja. Meine Frau und ich haben ja jetzt letzten Samstag, genau vor einer Woche, Probefahrt gemacht mit dem... Ja, so neu ist er ja nicht mehr. Aber mit dem aktuellen Corolla. Das Autohaus ist echt einen guten... Ah ja. Von Ulmers Audio-Tagebuch 3. Okay, das ist einfach nur so. Okay, das wird ja nicht abgespielt. Was ist das dann? Audioaufzeichnung. Von Ulmers Audio-Tagebuch 1 und 3 und Emil Sandbergs 1. Warte mal. Ich spiele es gleich mal ab. Nur erstmal austragen. So, das war jetzt die 3. Bitte was? Oh, guck mal, so viele Pünktchen. Ja, ist doch der Hammer. Ja, wow, diese Funktionalität. 20. Juli 1976. Jag provar den nya minikassettbandspelaren. Projektet har stött på hinder. De invasiva implantaten ger visserligen långt bättre effekt än EEG-hjälmen, men testdjuren stöter snabbt bort dem och vi lyckas inte avkoda de isolerade neurosignalerna. Det är som att implantaten inte ger en tillräckligt god koppling. Das Schöne ist, also falsch. Ja, ich war unter den Audioaufzeichnungen. Doch, das spielt ab, okay? 5. Juni 1978. Ännu testdjur dog igår. Den senaste immunnedsättningen var mer effektiv och lät oss äntligen lyckas med att testa och introducerade neurosignaler. Vi förmådde testdjuret att gå till rätt markör 8 av 8 gånger, men sen uppstod någon form av neurologiskt anfall och djuret dog. Den cytokina utsöndring som sker tycks alltså endast gå att fördröja och inte förhindra. Vilket förstås om inte gör alla planer på mänsklig applikation. Gut, das war jetzt die eigentliche Audioaufzeichnung. Ja, die haben uns halt echt ein gutes Angebot gemacht, sowohl für unser aktuelles Auto als auch halt
Für das neue Auto haben wir gleich den Laden dicht gemacht und wir haben dann nur noch über die Farbe diskutiert. Ich hätte ja gern rot gehabt, aber meine Frau meinte so, ihre Eltern hatten immer rot, sie möchte kein rotes Auto mehr. Tja. Wer sagt, dass man durch die Eltern nicht geschädigt sei, der irrt. Okay. Gleich den ganzen Kram wieder rauswerfen. Okay, da fehlt uns tatsächlich nur noch eine Waffe. Die sind dann doch nicht alle auf dem Schießstand, okay? Interesting. Das Haus noch und dann wahrscheinlich ist da die dritte Waffe. Wahrscheinlich. Hier sind anscheinend noch mehr oder was? Da liegt die Waffe. Tja, Junge, der Beintrick wirkt immer. Noch ein Jagdgewehr. Okay. Dann sind wir hier an dem Platz tatsächlich fertig. Krass. Nicht schlecht. Ich gehe trotzdem nochmal über den Schießstand und dann heißt es darauf. Wahrscheinlich, wo der Tank ist oder so. Da irgendwie hier so runter, darüber und dann hier rauf. Komm mal gucken, wie man langkommt. Ja. Ich meine, das sind immerhin, die hatten Rot und Blau als Farbe. Ansonsten natürlich, klar, Grau, Sitz, verschiedene Silbertöne, verschiedene Weißtöne, Schwarz. Da gibt es schon genug auf Deutschlands Straßen. Da muss man da nicht auch noch hin. Das nehmen. Ja, 4 Monate warten. Müssen wir da, bis das Auto da ist. Da passt man natürlich dann besonders aufs aktuelle Auto auf. Weil sie hat uns so guten Preis gemacht, dass uns da halt dann sozusagen noch was... Wir zahlen den ja noch ab, ein knappes Jahr. Aber dadurch, dass wir den halt komplett abzahlen auf null, dass er uns dann komplett gehört, dadurch ist es jetzt halt so, dass wir jetzt sozusagen schon ein Guthaben haben mit dem Auto. Das heißt, wir haben jetzt schon... 2000 oder so. Irgendwie sowas. Müssen wir echt über die Straße? Ja, tatsächlich, okay. Und das kann man dann halt als Anzahlung machen. Da habe ich natürlich bei dem Sturm, der jetzt, die jetzt war, die zwei Orkane, die hier durchgingen, das Auto auch möglichst da abgestellt, wo nichts passieren kann. Weil da nichts... Da kann nichts drauf fallen. Keine Häuser in der Nähe, keine Bäume in der Nähe. Einfach nur eine ebene Fläche. Linderbar Abrischi. Eine Waffe, okay. Und 100 EP natürlich für den Ort. Naja. Kannst ja aussuchen, auf welchem Pott du gehst, echt. Oh nein, die schönen Klos, in Anführungsstrichen natürlich. Ist durchaus nicht ernst gemeint, die Aussage. Sind besetzt, ich muss, muss auf das olle Klo. Plumpsklo. Ja, meine Großeltern hatten noch ein Plumpsklo. Naja, diese schwebenden Teller, das ist wohl so ein typisches Charakteristikum für Himfjell, oder was? Ja. Bier natürlich, klar. So eine Bar, da musst du schon ein bisschen mehr bringen als nur... Das ist dann die Waffe, okay. Hinter der Theke. Gut. Und die passende Munition dazu. Heißt das, gibt es dann keinen Sammelgegenstand oder was? Ich habe jetzt ja nichts in der Richtung gesehen. Warte mal, da drüben kommt man ja auf die Terrasse. Ja, hoi. Noch mehr Gepichel, oh ja. Meine Fresse. Ja, guter Alkoholvernichter. Gott. Dann ist das hier nur die Abrischiba, oder was? Dann heißt der nächste Ort hier drüben.
Alles klar. Wo geht denn eigentlich die Treppe hin? Ach, das Björn tut das echt. Ah, tatsächlich. Krass. Ah. Interesting. Hey, hey. So. Ich habe das Gefühl, dass wir genau in den Tank reinrennen, oder was? Ach. Ach, okay. Okay, ich weiß, wo wir sind, okay? Ja, müsste man wahrscheinlich... Okay, dann machen wir das anders. Okay. Ja, das müssen wir von anders machen. Ja, da ist... Ich könnte sogar... Ich weiß nicht, ob das ein Unterschlupf ist. Komm mal nicht in die Hütte rein. Die kommen wir tatsächlich rein, echt? Okay. Ja, wenn man jetzt ein Radio hätte. Wir haben auch kein... Ich habe so viele Lärmdinger. Aber die liegen alle in der Plündra. Das ist natürlich dämlich. Weil dann könnte man die vielleicht zur Après-Ski-Bar locken. Das wäre natürlich schon praktisch. Da ist auch wieder irgendwo eine Relais-Antenne. Zu hören. Wieso ist hier Licht? Ach du. Aha. Ja, ich speise ja schon raus. Ich will auch gar keine Mäuse hier mit rumschleppen. Was? Weg, Almanaka. Das sieht man so gut. Ja, das bringt uns alles nichts. Schön, wie es leuchtet, Jungs. Oh, Junge. Ja. Ich hab ja auch kein Radio gesehen, oder? Schön. Das ist ja der Hammer. Das ist ja ein richtig guter Ort zum Verstecken hier. Scheinwerfer gibt's hier. So, jetzt haben wir noch ein paar Punkte. Hi. Okay, die haben da irgendwas gedreht an den explosiven Dingern. Die haben irgendwas an den explosiven Dingern gedreht. Das ist nachgeladen, okay. Haus. Ha ha ha.
Schön bunt. Okay, haben wir irgendwas? Ne, haben wir nicht. Okay, alles klar. Eine Batterie her. Der guckt doch noch so dämlich. Was macht er denn jetzt? Okay, das war's. Gut. Ja, also irgendwas haben sie tatsächlich da an den Explosionen gedreht. Die hauen dich jetzt viel schneller um. Ah, der Wolf ist aufgestiegen, welcher immer das auch ist. Dann lass uns mal in die Fertigkeit gehen. Wir haben ja jetzt bei Fertigkeitenpunkt. Okay, standfest. Erlaubt sie stärkeren Angriffen. Ist aber das heißt aber nur Angriffe. Waren doch 5. Okay, ich dachte, ich hätte mich verzählt. Der Auto hat leider nicht funktioniert. Naja, man sieht nur die Müffelei. Kommst du jetzt rum oder was? Mal gucken. Halt, ich muss da raus. Ja, ach, na toll. Bist du Madame da mal losgelaufen? Ja! Du bist echt ein G-Künstler. Ah, jetzt ist er da, okay. Da steht sie noch in Flammen. Ich nehme mich natürlich mit, Jungs. Der Kampf ist doch schon längst vorbei. Oh, jetzt haben wir Nebel, ist ja der Hammer. So, dich noch? Toll, danke, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und das da. Das ist halt nur gegen... Es ist ein ungeschlagen und Bewusstlosigkeitstimer, das bringt mir nichts. Aber ich weiß nicht, ob das. Das ist nur, sieht nur aus, als wäre das für solche Attacken. Es gibt doch noch. Warte mal, wo war denn das? Sprengstoffschadenwiderstand. Ah, das ist jetzt auch nicht das, was ich gerne hätte. Ich hätte halt gerne was, wo du halt nicht ausgenockt wirst, wenn du. Komponentenschaden, EMP-Experte. Nee, ich hätte halt irgendwas gerne, wo du halt. Ja, bei solchen Explosionen halt nicht mal gleich umfällst. Ist jetzt nur noch der Tank dort, oder was? Der Hammer. Nein. Es sind immer noch... Halt, ich wollte auf die 2. Gott. Folgt mir, ihr Leute. Ist da drüben noch mehr? Oh, so viele Bienen hier gleich. Ist halt dieser blöde Berg dazwischen. Ah, der kommt zumindest, Mark. Ja, das ist, der fällt sofort um, jedes Mal. Das war vorher nicht so. Hallo, 1. Achso, du musst noch nachladen, echt?
Gut, dann gehen wir halt unten lang. Hat ja auch was für sich. Ja, was kennst du denn hier? Hm? Widerstandsbandana blau ist ja lustig. Aizuka. Kannst du die Herrschaften mal ranholen? Der Brepp funkelt auch schon gut. Der Hunter ist komplett weiß, echt. Was war das? Ich sehe nichts. Zwei Junge, diesmal nicht. Hallo, ich sehe nichts. Hi. Wo ist der andere Hunter hin? Der Apo-Hunter? Man sieht ja so gut wie gar nichts mehr, alter Schwede. Ugh, du bist das, okay. Geil. Geil, geil. Das ist echt der Hammer. Wow. Hi. Ist jetzt nur noch der Tank, oder? Nee, ist es nicht. Von ihn von hier aus. Ich fürchte, nein. Ist leider genau hinterm Haus. Ja, das wird uns wahrscheinlich, die Veranda wird uns wahrscheinlich auch nicht helfen, oder? Steht wirklich sehr ungünstig. Schneller die Waffe ziehen. Siehst du von hier, Keine Ahnung, was der Hunter eigentlich macht. Sind die Mine? Da unten ist eine. Also ja, natürlich. Hm.
Ja. Ja, ich gehe mal lieber rein. Das ist wahrscheinlich gesünder, ha? Die Minen sind super. Wo ist er denn wieder? Da drüben. So, das wird sich nur noch um Stunden handeln hier. Gut. Oder auch nicht. So, was ist eigentlich mit dem Tank jetzt wieder? Wo bist du jetzt wieder hängen geblieben? Okay, gut. Das kriegt man hin. Ja, genau. Auf jeden Fall reinziehen. Ja, gelb reicht, genau. Kriegt sie echt nicht aggro, ist ja lustig. Gott, wenigstens keine Minen mehr. Ah, nee, danke. Oh, geil. Yes. In 60 Magazin. Das ist natürlich der Hammer. Weiß das N60 nicht, dass, ich weiß gar nicht, welches das ist. 5.5.2er? Adi. Wir haben einen neuen Rivalen, richtig? Nee, ist alle nur aufgestiegen. Ja, 4.3.2, alles klar. Da waren wir jetzt gewesen, da gehen wir hin, dann gehen wir dorthin. Nee, machen das jetzt anders, wir gehen jetzt dorthin. Dann kann man so runterlaufen. Das macht dann mehr Sinn. Okay. Ja, ist sehr interessant, dass sie da
mit den Explosionen was geändert haben. Okay, da oben ist wieder ein... Ja, ein scheiß Sucher ist da irgendwo wieder unterwegs. Oder sehen wird er. Das ist nicht nur der Nebel. Ich sehe den gar nicht. Okay. Ja, ein Unterschlupf wäre jetzt noch gut, weil Folge schreitet ein bisschen voran. Jetzt nicht wieder so eine Überfolge draus machen. Waren sie aber noch nicht alle. Okay. Jetzt ist sie anscheinend frei. Dann machst du vorne auch auf. Oh, ich habe gesehen, dass da nichts drin ist. Ja, hey. Da war noch ein Hunter übrig. Toll, da holt man sie extra gekonnt runter und nix. Ja, aber echt, hey. Ach so, da vorne ist wieder eine Relais-Antenne. Okay, alles klar. Dann muss ich mich nicht wundern, dass es da drüben hämmert. Der Rest brauche ich nicht. Und das da. Jeans hatten wir natürlich schon halt. Hundemarke. Okay, komm. Wir gehen einfach weiter. Boah, das sieht natürlich schon richtig cool aus. Alter Schwede. Nicht so cool wie die leuchtenden Minen, aber hey. Boah. Der Nebel ist schon sehr stimmungsvoll, definitiv. Coole Sache. Lass uns gleich mal als nächstes. Ja, ich höre schon wieder Suche. Also, hier ist Remi Demi angesagt in dieser Ecke. So, das ist leider kein Unterschlupf, aber wir können trotzdem mal reingucken. Radio, ja, lass uns das mal mitnehmen. Das hätte man vorhin gut verwenden können. Achso. So eine Reflexion. Okay. Da müssen wir ein bisschen zickzack. Vielleicht stoßen wir noch auf einen Unterschlupf. Wenn nicht, dann ist es halt so. Das kriegt man schon hin. Auf der Straße scheint auch ein Hunter wieder rumzustapfen. Ja, ja, das passt schon. Das passt schon. Ist das dieser klapprige Wagen oder wo wir jetzt gerade hinrennen? Tatsächlich. Ja, geht doch dahin. Das ist total spannend. Allein diese Kiste lohnt sich doch, hierher zu gehen. Ah, das Medikit. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Ja, okay, gut. Dann sind wir hier vorbeigegangen. Wie man da auch hierher kommt, das wundert man sich schon, weil es führt überhaupt keinen Weg hier da oben lang. Das ist ja hinter der Kuppe der Weg. Okay, dann gehen wir jetzt einfach weiter und weiter und weiter. Wahrscheinlich sogar bis zur Mission. Also dieser Nebenmission, die da ausgezeichnet war. Komm, geh mal hoch. Ja. Vorne ist auch irgendwas. Sieht wieder nach Militärgeschichte aus. Komm. Stützpunkt Dicker Hellan. Okay, das ist genau hier. Dann setze ich aber den Wegpunkt da oben hin und verfolge die Mission gleich. Die Erwiderung. So. Was haben wir denn hier? Korporal Exa Elsa Corsandi. Das ist eine Charakterbiografie, okay? Das sag ich einfach mal zum Lesen Pause drücken. Sehr schön. Ja, da gibt es also noch ein paar Missionen, die wir. Missionen. Sammelgegenstände, die wir finden können. Hier ist noch wieder Hunter unterwegs, irgendwo. Ups. Ah, es hat funktioniert, okay. Das brauchen wir nicht. Und der andere? Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Halt. Hat doch die EP-Zelle, nehmen wir mit. Nein, ist der falsche. Komm, du hast eben... Genau. Da kommst du aber nicht rein, oder? Okay. Interesting. Aber da kommst du nicht sehr weit. Das ist ja gerade nur der Gang. Ist ja lustig, dass die jetzt immer doppelt sind. Geht es da noch weiter, okay. Das sieht schon ein bisschen so aus, als hätten sie es da hingeschaufelt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach du Schande, das geht ja recht tief. Okay, dann, ja. Ist auch nicht das Gewicht. Ah, schon wieder hart am Limit. Interesting. Ja, die Waffe. Das ist natürlich so ein großes Areal. Was hast du gerade genommen? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du hast jetzt eine Rauchgranate genommen, richtig? Normale Granate, okay. Ah ja, Wasser, echt. Ist immer so nah am Wasser. Wieder einfach mal so eine Waffenkiste, Munitionskiste oben drauf legst. Einfach schön. Okay. Gut. Ja, das ist leider normal hier. Die Zuppelei. Gucken erstmal nach hinten.
Okay. Nur aufgemalt. Dann gehen wir hier weiter. Ich hoffe, die Tür stößt nicht gegen das Rohr. Ah, da ist noch ein bisschen Platz. Sehr schön. Oh oh. Da liegen sie, die Projektile. Genau, jetzt sind die Töne für die Munition wieder da. Jetzt nicht. Jetzt auch nicht, okay. Ja, wunderschön. Ein KVM 89. Haben wir das nicht schon? Verdammt. Okay. Dann fliegen halt ein paar Sachen wieder raus, dass wir da halt Platz haben. Da ich nicht hundertprozentig weiß, wie die Sache ist. Das kriegst du jetzt nicht auf, okay? Das war jetzt die Waffe. Das geht auch nicht auf, so wie es aussieht. Schön, wir sind überladen. Gerade mal durchgucken, was hier... Wunderschön. Es ist ein Traum. Also soundtechnisch, finde ich, haben sie das Spiel mit dem Update schlechter gemacht. Irgendwie schon. Verstehen muss man das, glaube ich, nicht. Ja, Digga, Helan, wir sind immer noch drin. Noch mehr Gänge, okay. Gut. Ich dachte, das ist nur so ein Punkt, wo du halt dann mal vorbeigehst, guckst drei Kisten durch und gehst weiter, aber das ist ja schon größer. Und sehr interessant. Alles klar, bleibt das drin. Digga Helan. Helen. Digga Helen. So heißt das. Nicht Helan. Teilmantel, ja. Für die... Ah, da kommst du nicht durch. Da geht's auch nicht weiter. Ja. Lass uns gezielter nehmen. Ist natürlich auch ein bekloppter Tod hier. Am Ende eines Ganges irgendwo... drauf zu gehen. Okay. Ich denke, wir sind durch. Richtig? Ja, da kommen wir nicht weiter. Genau. Das war mit dem Gang. Den waren wir noch nicht. Okay, die geht nicht auf. Die aber schon. Schutzraum. Naja. Himmel, unendliche Weiten. Die Lauferweiterung nehmen wir nicht mit. Oh, ein Munitionspaket, verdammt. Das Alu. Okay, was kann man noch raus? Wie bitte was? Achso, weil wir das gerade erst aufgenommen haben. Ach, jetzt hast du das doch genommen, verdammt. Ja. Ja, hey, dann noch eine zuppelnde Ecke. Das ist ja auch nicht so schlecht. Funkgerät weg. Notsignalfackel weg. Ja, die Munition muss halt so mit. Ich meine, was will ich da machen? Es ist halt viel Munition. Noch eine Munitionskiste. Herrgott, nochmal. Was kann ich denn noch rausschmeißen? Achso, ich sollte erstmal das loslassen, sonst nehme ich wieder alles. Dann schmeiß noch ein Funkgerät raus. Wahrscheinlich würde auch ein Funkgerät reichen, schätze ich mal. Okay. Halt, da liegt ja noch einer. So, wo geht's hier lang? Toll.
Das ist ja toll. Der einfach den eingemauert. Super. Okay. Das war dicker Hellan Bunker. Inzwischen ist der Nebel aufgeklärt, okay. Ja, zum. Ich würde schon noch gern. Warte mal, den hatten wir ja schon. Zu dem. Nicht zum Unterschlupf, sondern zu der Mission. Ich weiß gar nicht, ob das ein Unterschlupf ist. Wahrscheinlich nicht. Hier sind relativ viele nicht vorhandene Unterschlupfe. Ja, eigentlich müssen wir nur darüber. Okay, da kommt man tatsächlich nicht durch. Ja, da unten will ich nicht lang. Echt, hier ist auch noch Armeestützpunkt, okay. Ich dachte, wir hätten ihn schon verlassen. Ja, ich versuche mal ein bisschen an der Kante lang zu schrammen. Weil die Hunter, das ist schon ein bisschen eklig. Das KVM 89. Das war, glaube ich, das mit der 5.56. Da kann das sein. Munition. Ich glaube, das ist genau umgedreht. Das 59er ist für die 7.62, also die kleinere Zahl für die größer kalibrige Munition und umgekehrt. Links oben in der Ecke sieht man ihn stehen. Der steht da unten, okay. Ist das hier dann die Mission, okay? Jetzt kann es sein, dass das hier der Leuchtturm. Ja, ja, da wird er auch schon angezeigt, genau. Den Unterschlupf, den holen wir uns. Auf jeden Fall. Gut, Lux, Dena. Suche bei Gut, Lux, Dena nach dem verlorenen Notizbuch. Licht aus. Da ist es. Die Erwiderung. Oh, hallo. Was für der Hammer. Spawnmaschinen, hasse ich ja wie die Pest. Faules Entwicklerpack. Das kann doch nicht wahr sein. Lachs uns führen ist das hier, okay. Der Unterschlupf ist hier drin. Genau. Naja. Meine Fresse. Toll. Das geht nicht mit dem Dietrich. Toll. Noch ein Schlüssel erforderlich. Ist ja der Hammer. Und wo sind die Schlüssel jetzt? Tja, wenn man das wüsste. Aber da kommst du rein. Hm? Nee, warte mal. Die nehmen wir. Der Rest bleibt drin. Ja, ich weiß, wir sind schon wieder überladen. Weißt du was? Dann kannst du hier die auch mitgeben. Dann ist es auch egal. Wenn wir sowieso überladen sind, dann interessiert es mich auch nicht mehr. Das wollen wir alles nicht. So, die blaue gepisst. Und wieder raus.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Schlüssel sind. Ah, hinten kommst du rein, okay. Noch eine Jeans. Noch mehr Medikits. Okay, vielleicht finden wir den Schlüssel hier. Hm? Ja, hey. Bitte was? Das ist ja toll. Kannst du den Schlüssel nicht aufnehmen? Hm? Du bist überladen. Du kannst nichts mehr aufnehmen. Ah ja. Jeansjacke und die Jeans dazu. Nein, geht nicht. Geht nicht. Okay, dann lass mich wenigstens noch auslegen. Haben wir eigentlich eine N60? Ja, wir haben sogar eine goldene N60. Krass. Das ist ja der Hammer. Das nimmt das 7.62. Warte mal, Magazin. War der Panzerbrechner da drauf? Visier, da bräuchte man noch einen. Halt. Bräuchte man noch einen entsprechenden Durchguck. Also ein 2-Punkt-Zieloptik auch in Gold. Hm. Ne, falsch. Die ist hier. Visier, genau. Und Bindungsaufsatz. Maschinengewehr, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Schalldämpfer für Maschinengewehre haben wir, okay. Ah, Kompensator, das ist mir lieber. Durch den Schalldämpfer wieder zurück. So. Warte mal, gib mir das mal auf die 1. Toll. Also bitte hergeben, danke. Mach doch mal die Munition drauf und dann, was ist hier? Ein platzweises E. Oder auf die 8, was weiß ich. 250 Schuss. Gut. Hä? Was, wieso, wie? Ihr seht doch vorne dran diese Markierung. Diese grüne Markierung, mit der du anzielen kannst. Ja, das kann man dann auch wieder nehmen. Schön, die Kiste ist rot, die du anvisieren kannst. Du siehst ja, das ist ja plus minus auf einer Höhe mit dieser 2-Punkt-Zieloptik. Ja. Guck mal, du siehst nicht mal die Waffe dadurch. Das ist, als wäre da irgendwie, wäre die Waffe da einfach weg an der Stelle. Wunderschön. Ja, in der nächsten Folge starten wir von hier aus. Natürlich weiter in Nacht, das ist klar. Ja, keine Ahnung, ob hier neue Maschinen sind oder nicht. Das werden wir dann noch sehen. Hier drüben gehen wir auf jeden Fall hin und dann mal gucken. Hier runter oder so. Die Dinge sind auch sicherlich sehr interessant. Wobei, das ist, glaube ich, nur so ein Turm oder irgendwie so ein Wassergefäß oder so. Was das ist, weiß ich nicht. Das hier ist auch eine Mission. Wir müssten... Ich weiß gar nicht, wo man die ganze Mission hierher bekommt. Hm. Wir könnten natürlich auch nochmal von vorne starten. Oder von vorne in Anführungsstrichen in Hammerbudana. Und hier unten uns auch nochmal an der Nordseite herumtreiben. Das Ding, weiß ich gar nicht, was das ist. Sieht mir irgendwie aus wie so eine Befestigung oder sowas. Das könnte noch so ein Munitionswürfel. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man noch abgehen kann. Das auf jeden Fall. Gewicht ist ja relativ hart am Limit. Da muss ich in der nächsten Folge nochmal durchgucken, dass man noch ein bisschen was rausschmeißt. Das ist zum Beispiel 2,8 Kilo, 6,7 Kilo, 8,6 Kilo. Also das ist üppig. Da kann man noch was machen, definitiv. Aber ganz so viele brauchen wir nicht. Und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut.